Ja Leute, willkommen zu diesem Video und damit nach sehr langer Zeit mal wieder zu einer Folge Tekke 2. Viel Spaß! In der letzten Folge hatten wir uns ja um das Autocrafting von den Circuits gekümmert und damit habe ich zwischen den Folgen auch ein bisschen weitergemacht. Allerdings ist das schon relativ lange her. Denn zwischendurch habe ich tatsächlich noch eine Folge angefangen zu produzieren. Allerdings ist das nie wirklich fertig geworden, denn ich habe zwischendurch abgebrochen. Wieso erkläre ich gleich nochmal. Und jetzt quasi mitten in der Folge so einen Sprung von über einem Monat, glaube ich, zu haben, wäre schon ziemlich krass. Und zwar habe ich einfach hier noch ein paar neue Rezepte eingefügt. Unter anderem hier diese Goldkabel und diese Energy Crystals sowie hier noch ein paar weitere Sachen. Einfach nur, dass das Autocrafting erleichtert wird. Und diese Energiekristalle habe ich gebraucht, um hier hinten das Ding zu machen, den MFE. Einfach nur, dass ich hier sehr viel Energie speichern kann. Denn was ich machen wollte ursprünglich, war dann hier oben Maschinen anzuschließen, die ich dann einfach quasi darüber betreiben kann, dass ich hier auch mal die Maschinen einzeln rumstehen habe. Allerdings kenne ich mich natürlich null mit Industrial Craft aus und dementsprechend hat es mir hier die Base zerlegt und ich habe erstmal aufgehört. Mittlerweile kenne ich mich da zum Glück ein bisschen besser aus, immer noch nicht gut, aber ich weiß jetzt zumindest, wie ich das hier überbrücken kann, denn es gibt ein bestimmtes Upgrade, was ich benutzen kann, damit diese Dinger nicht mehr explodieren, auch wenn sie mit einer falschen Stromart betrieben werden. Und das werden wir heute herstellen, aber die Frage ist, warum brauchen wir das überhaupt? Sehr simpel, ich möchte da zwei Maschinen anschließen, nämlich einmal einen Macerator, dass ich das Ding auch mal wieder hier habe, sowie einen Compressor, denn den Compressor brauche ich, um für das Machine Tool, was ja grundlegend erstmal Plan der Sache war, das ist ja in der letzten Folge so ein bisschen untergegangen, wir haben hier diesen Advanced Circuit hergestellt, damit wir uns das Ding hier herstellen können. Und zwar brauche ich diese Carbon Plates und dafür brauche ich einen Compressor. Der Rest ist relativ easy, das ist alles nur hier machbar mit einem Macerator und so. Dementsprechend brauchen wir den dann natürlich auch. Aber grundlegend können wir das alles sehr, sehr easy herstellen. Und dementsprechend würde ich sagen, fangen wir mal an, dass wir uns erstmal hier die beiden Maschinen herstellen. Das ist wirklich nicht schwer, das sind Maschinenblöcke und Electronic Circuits. Und wenn mich nicht alles täuscht, haben wir die sogar. Wenn nicht, können wir sie auf jeden Fall herstellen. So, dann requesten wir das einmal. Und dann benötigen wir noch einen Electronic Circuit und davon habe ich einige herstellen lassen. Und ansonsten, ich glaube, das andere war nur einfach irgendein Stein und Stein sollten wir auf jeden Fall haben, wenn nicht hier drin, dann in unserem Tablet. Und da haben wir ja mittlerweile auch ordentlich EMC angesammelt. Ich glaube, das sollte dann soweit passen, dann können wir das wahrscheinlich schon herstellen. Genau. Wichtig ist, wir dürfen das jetzt nicht direkt da anschließen, weil wenn wir das jetzt da anschließen, fliegt uns die ganze Basis wieder um die Ohren, beziehungsweise nicht die ganze Basis, aber zumindest das Ding da. Deswegen baue ich das hier ganz kurz einmal ab und setze dann da erstmal die Maschine hin und dann verbinde ich das wieder. Ich glaube, das hätte ich sogar gar nicht abbauen müssen, das hätte sich sogar gar nicht verbunden, aber egal. Sicher ist sicher. So, das Ding kommt jetzt hier hin. Genau, und jetzt würde es theoretisch funktionieren, allerdings müssen wir da erstmal ein Upgrade reinpacken. Und zwar ist dieses Upgrade das Transformer-Upgrade, glaube ich. Genau, dieses Ding hier. Und das ist auch relativ einfach herzustellen, da brauche ich nur ein bisschen Glas. Diese Cable kann ich autocraften, das kann ich autocraften. Und ein MV-Transformer ist auch nicht schwer herzustellen, das können wir alles ganz schnell machen. Für den MV-Transformer brauchen wir wieder einen Maschinenblock und dann, glaube ich, zwei von diesen Kabeln hier. Können aber auch, glaube ich, einfach vier Stück hiervon nehmen. Das sollte auch passen. Nochmal ganz kurz gucken. Stimmt das so? Genau, einfach davon zwei den Maschinenblock. Das haben wir alles schon. Dann einen Circuit haben wir schon. Und Glas sollten wir sowieso haben. Hiervon brauche ich dann auch nochmal zwei. Und ein Circuit finden wir hier. Und ansonsten Glas haben wir, glaube ich, nicht hier drin, weil das auf jeden Fall EMC hat. Genau, hier ist Glas. Heißt, jetzt sollten wir hiervon auch alles haben, können das dann auch nochmal schnell zusammensetzen. Und jetzt haben wir das Transformer-Upgrade und das sollten wir jetzt einfach hier reinlegen können. Und wenn ich jetzt richtig liege, sollte ich hoffentlich hinten einfach dieses Kabel dran packen können. Ich würde aber gerne wieder fliegen, deswegen packe ich das mal hier hin. So, und jetzt sollte eigentlich das Ganze nicht explodieren. Jupp, hat funktioniert, das Ding bekommt Strom. Heißt, wir haben jetzt einen Kompressor und können das Ding dann benutzen. Was ich jetzt nochmal schnell machen werde, ist es genau das gleiche nochmal für den Macerator zu tun. Und mittlerweile habe ich den mal aufgestellt und der funktioniert auch schon. Bedeutet, jetzt wird hier so langsam Coal Dust produziert, allerdings in einem sehr langsamen Tempo. Deswegen habe ich auch schon mein Overclocker-Update reingeschmissen. Es ist aber immer noch verdammt langsam und so kommen wir auf jeden Fall nicht schnell zu unseren Carbon Plates, denn wir benötigen 8 Stück hierfür und für jedes von diesen Dingern benötigen wir 2 von diesen Raw Carbon Fiber, wofür wir 4 Stück brauchen.
und ich bin jetzt zu faul, das auszurechnen. Aber das sind mehr, als wir auf jeden Fall momentan haben. Dementsprechend würde ich gerne einmal den Macerator upgraden. Dafür brauchen wir einen Rotary Macerator. Der ist an sich auch nicht teuer, aber wir brauchen eben als erstes mal einen Kompressor. Und den haben wir ja jetzt. Bedeutet, wir können uns das Ding jetzt herstellen, denn wir brauchen dafür nur Obsidian beziehungsweise Obsidian Dust, und das können wir uns halt mit Hilfe von unserem Macerator hier herstellen und dann ein bisschen Flint, und dann können wir das Ganze auch schon machen. Gucken mal, haben wir hier Obsidian eingespeichert? Ja, haben wir. Dann tausche ich das hier einmal ganz kurz aus und pulverisiere hier mal ein bisschen Obsidian, und währenddessen kann ich schon mal den Rest vorbereiten. Ich brauche nämlich hier dieses Advanced Alloy beziehungsweise auch Carbon Plates, um mir diesen Advanced Machine Block zu machen. Das sollte allerdings auch kein Problem sein, denn das sollten wir eigentlich alles haben. Okay, wir haben leider scheinbar doch nicht alles, denn wir haben keine Bronze, obwohl die eigentlich EMC hat. Allerdings sollte man das relativ einfach machen können, denn dafür benötigen wir nur Tin Dust, das haben wir, und Copper Dust, und das haben wir auch. Und das kann ich jetzt einfach einmal schnell zusammencraften, und dann schmeißen wir das hier in unseren wunderschönen Ofen rein. Und der wird das dann sehr, sehr schnell durcharbeiten, und wir können es auch vorher einmal ganz kurz erlernen. So, dann können wir uns da theoretisch so viel holen, wie wir möchten. Und dann schmeiße ich das hier einmal rein. Und wir bekommen schon mal ordentlich viel Zeug raus. Können ja gerne mal generell ein bisschen mehr machen. Bronze werden wir auf jeden Fall öfter brauchen. So, alles rein da. Und dann benötigen wir sonst noch Tin, meine ich. Und Tin haben wir, glaube ich, auch keins mehr in unserem System zumindest. Das können wir nochmal ganz kurz gucken. Copper haben wir hier noch einiges drin. Aber Tin auch nicht. Das heißt, ich werde jetzt auch einfach nochmal ein bisschen Tin durchbrennen. So, ich glaube, aber hier die 43 sollten theoretisch schon reichen. Heißt, ich warte mal ganz kurz, bis das hier durch ist, und dann craften wir uns das Zeug mal weiter. Mir ist gerade noch eingefallen, dass wir auch die Carbon Plates brauchen, und die kann ich hier nebenher auf jeden Fall schon mal machen, weil dafür benötige ich ja nur hier diese Carbon Fibers, und aus den zwei Dingern kann ich dann wiederum hier so ein Raw Carbon Mesh machen. Allerdings brauche ich dafür, glaube ich, zwei Stück, um das Ding hier herzustellen. Ja, heißt, ich muss dann doch nochmal ein bisschen auf Coal Dust warten. Aber mittlerweile ist das Zeug schon mal durchgebrannt, heißt, ich kann das hier alles rausnehmen. Und dann nehme ich mir hier aus dem System nochmal ein bisschen mehr davon, sagen wir mal hier so 100 Stück oder so. Dann hätte ich das gerne einmal, und dann kann ich das hier einmal zusammencraften. Das wäre wahrscheinlich auch so ein Rezept, was man gut automatisieren könnte. Wobei das jetzt auch nicht so wichtig ist, das geht relativ schnell selber zu machen. So. Davon hätte ich gerne mal alle, die wir machen können. So viel ist es tatsächlich gar nicht. Ich glaube, hier lag es jetzt in dem Fall an dem Tin. Das ist aber nicht so schlimm. Und das muss jetzt einmal in den Kompressor. Dann können wir den doch auch einmal ausprobieren. Frage ist, der wird jetzt wahrscheinlich auch... Ah, okay, er ist tatsächlich nicht so langsam, wie ich dachte. Wobei es hier wahrscheinlich auch Sinn machen würde, nochmal ein Overclocker-Update reinzumachen. Und das können wir uns jetzt auch schon herstellen, denn alles dafür habe ich hier im Inventar. Also craften uns das hier und packen das mal hier in unseren Kompressor rein. Der hat mittlerweile auch schon einiges gemacht, aber jetzt sollte es nochmal ein bisschen schneller gehen. Ich weiß übrigens gar nicht, ob hier die einzelnen Upgrade-Slots großartig was aussagen darüber, wo das rein muss. Aber auf jeden Fall haben wir jetzt hier schon mal 18 von den Dingern. Und damit sind wir hiermit auf jeden Fall fürs Erste durch. Heißt, wir müssen jetzt nur noch warten, bis hier das Obsidian und dann dementsprechend die Kohle durchgegangen ist. Das würde ich sagen, machen wir aber in der nächsten Folge, denn diese hier geht schon ziemlich lange. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao.